Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute zu Gast in Bautzen im Rathaus beim Oberbürgermeister Alexander Arends und führen ein kurzes Interview zum Thema Highlights 2018 und zum Thema, wie wollen wir in Bautzen 2030 leben. Das Thema Image von Bautzen spielt eine maßgebliche Rolle und natürlich auch das Jubiläumsjahr tausendjähriger Frieden in Bautzen, weil nur eine vereinte Stadt und ein gemeinsamer Auftritt uns alle nach vorne bringen kann. Und positive Impulse gefragt sind. Und welche Impulse das sind, die werden wir jetzt gemeinsam mal ganz kurz besprechen. Hallo Herr Arends. Hallo Herr Arends. Herr Arends, 2018, Ostern steht vor der Tür, unsere Stadt lädt ein. Und meine Frage an Sie ist, was bewegt Sie für dieses Jahr? Was ist Ansporn, 2018 in Angriff zu nehmen? Also wir haben eine Reihe von Projekten, die uns anspornen. In erster Linie denke ich natürlich an das Projekt der Spreequerung, also die Fußgängerbrücke von der Ortenburg-Seite rüber zur Protschenberg-Seite. Da werden jetzt die nächsten Schritte unternommen. Es werden im Sommer ingenieurtechnische Vorschläge erarbeitet von der TU Dresden, dass wir also zwei, drei Varianten haben, die tatsächlich bautechnisch umsetzbar wären. Da werden wir anschließend wissen, was die verschiedenen Varianten kosten würden. Ist also eine Steilvorlage für die noch zu erstellende Machbarkeitsstudie, wo es dann auch später um rechtliche Fragen gehen wird. Ist aber, wie gesagt, ein weiterer Schritt auf dem Weg. Ich hatte dieses Jahr schon zweimal die Gelegenheit, das Projekt direkt in Dresden auch beim Ministerpräsidenten vorzustellen, der von der Idee sehr begeistert ist und der Unterstützung deutlich signalisiert hat. Bei einem anderen Thema sind wir noch dran, aber da bin ich optimistisch. Geht es um den Ausbau der Bombardierbrücke, also der Spreebrücke. Würde ich kurz einhaken. Wir haben zwei Brücken schon als Thema. Das eine ist neben der Friedensbrücke, das ist die Hauptzufahrtsstrecke, das Tor zu Bautzen, ist geplant, eine Fußgängerbrücke vom Protschenberg aus zu machen, beziehungsweise von dem Pendlerparkplatz direkt zur Burg, direkt in die Altstadt. Genau. Das heißt, parken und mit einem kurzen Weg ins Panorama der Stadt direkt reinlaufen zu können, anstatt den großen Umweg über die Schliebenstraße am Kreisen entlang über die Brücke und dann erst in die Stadt zu kommen. Genau, Fußgänger sind sehr umwegsensibel, wie die Verkehrsforscher das nennen. Das sind von dem Parkplatz bis zum Rathaus 1,4 Kilometer, wenn man über die Friedensbrücke läuft. Von dem Parkplatz über die Brücke wären es 120 Meter zur Ortenburg, dann ist man also schon mitten in der Altstadt. Und das bietet natürlich insbesondere Besuchern der Stadt dann die Möglichkeit, das Auto da stehen zu lassen und die Stadt zu Fuß zu erkunden. Das heißt, wir würden einiges an touristischem Autoverkehr aus der Stadt raushalten können. Aber es bietet natürlich auch Vorteile für die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt, weil man eben aus der Innenstadt fußläufig auf die da ebenfalls geplante Bürgerwiese rauslaufen könnte. Wir sind gerade dabei, die Grundstücke auf der Protschenbergseite zu erwerben, sind bei wichtigen Grundstücken auch schon erfolgreich jetzt gewesen, sodass wir tatsächlich eine Stadtwiese da planen können, wo man sich im Sommer auch zum Grillen und Chillen treffen kann. Das wird also, wie gesagt, sowohl für Besucher der Stadt als auch für Bewohner der Stadt Vorteile bieten, zumal auch Bewohner der westlichen Altstadt dann die Gelegenheit hätten, ihr Auto nachts auf der anderen Seite stehen zu lassen und dann über diese 120 Meter Brücke in die Altstadt reinzulaufen. Wäre eventuell auch was für Mitarbeiter, das heißt auch für Käufer, die im Handel arbeiten, die so immer das Problem haben, sagen, als Mitarbeiter, ich finde nicht so schnell einen Parkplatz. Wäre das eine Möglichkeit der Direktanbindung, um in der Stadt auch ein attraktives Team zu machen? Absolut. Wir überlegen eben auch, in welcher Größe wir Parkflächen da anbieten könnten, okay, und werden in diese Betrachtungen sicherlich auch die, also nicht die gesamte Grünfläche, die ja wie gesagt auch Bürgerwiese werden soll, dafür nehmen, sondern wenn der Bedarf hoch genug eingeschätzt wird nach genaueren Betrachtungen, hätten wir eben auch die Möglichkeit, auf der anderen Seite der Bundesstraße neben dem Intelligence-Gebäude die Fläche ebenfalls für Parkflächen umzuwidmen. Das wird aber genauer geprüft und die Überlegung ist genau die, dass wir uns genau angucken, wie viele Parkplätze werden wir für welche verschiedenen Zielgruppen an der Stelle vorhalten können und müssen. Okay. Also da wird es sicherlich eine deutliche Entlastung geben, wenn wir die Brücke haben. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, gerade in den sozialen Netzwerken, die sich Befürchtungen haben oder die Befürchtung breit werden lassen, dass das historische Altstadtbild dadurch gestört wird. Das Fotomotiv, gerade von der Friedensbrücke aus die Stadt zu fotografieren, könnte durch die Brücke beeinträchtigt werden, beziehungsweise auch der Eindruck, ich komme nach Bautzen reingefahren und dieser moderne Bau, wie er jetzt momentan als Bildentwurf ja erstmal kursiert, weil einen wirklich klaren Entwurf, wie die Brücke aussieht, gibt es noch nicht, oder? Nein, das wird ja wie gesagt gerade erst erstellt, welche tatsächlichen Ingenieurslösungen möglich sind.
Aber wichtigste Prämisse war von Anfang an, dass wir eine extrem filigrane Brücke darüber haben wollen, die also wirklich minimal nur eingreift. Natürlich wird man sie sehen von der Friedensbrücke aus. Ich denke aber, sie wird von der Protschenberg-Seite aus im dortigen Panorama natürlich noch besser zu sehen sein, dennoch, oder deutlicher, sagen wir es mal lieber so, zu sehen sein, dennoch gehe ich davon aus, dass wir Lösungen finden können, die wirklich nur minimal ins Auge springen und deswegen das Panoramabild nicht dominieren werden und somit auch keinen großen und schweren und nicht wieder gut zu machenden Eingriff darstellen werden. Aber genau diese Fragen werden wir uns im weiteren Prozess eben auch stellen, auch im Rahmen der Machbarkeitsstudie. Ich bin aber recht optimistisch, dass wir da Lösungen finden, die auch Kritiker mit einbinden und auch vielleicht sogar einen Teil der Kritiker mit überzeugen werden können. Jetzt gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, eine historische Stadt muss trotzdem modern bleiben und auch zeitgemäß bleiben. Wir müssen die Innenstadt weiter beleben, denn durch den Leerstand, auf den die einen immer wieder hinweisen, müssen Maßnahmen oder Instrumente geschaffen werden. Tourismus anzuziehen ist das eine, aber eine attraktive Innenstadt zu machen, eine lebendige Innenstadt zu machen, setzt natürlich auch voraus, sich immer wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen, unsere Information war, dass der Stadtrat eine breite Zustimmung hat zu dem Projekt Brücke und dass es dort den Konsens gibt, wir wollen diese Veränderung, aber wir wollen die Bürger in der Form nicht übergehen, sondern wir wollen mit den Entwürfen, mit den Bürgern gemeinsam eine Brücke bauen, die alle auch sozusagen trägt. Ganz genau, unser Ziel ist es auch, die Bürger zu beteiligen. Nur haben wir gesagt, es macht eigentlich nur Sinn, die Bürger erst dann zu beteiligen, wenn wir tatsächlich Lösungen präsentieren können, die so auch vorstellbar sind, die also so technisch auch umsetzbar sind. Es macht ja wenig Sinn, die Bürger einzuladen und denen hinterher zu sagen, also das, worüber wir jetzt geredet haben, lässt sich ingenieurstechnisch gar nicht realisieren, haben wir mittlerweile festgestellt. Also von daher haben wir gesagt, wir machen erst Vorschläge oder wir erstellen erst Vorschläge, die tatsächlich umsetzbar wären, wo wir auch wissen, was die kosten würden, bevor wir die Bürger einladen, sich da zu beteiligen. Andersrum macht es keinen Sinn. Wenn man diesen Prozess begleitet, von welchem Zeitraum sprechen wir, bevor der Mensch überhaupt über diese Brücke gehen kann? Was also ich habe immer schon gesagt, wenn die Brücke 2021 stehen würde, wäre das extrem ambitioniert. Das ist tatsächlich die Vorläufe, die wir da haben, weil wir eben auch ein Flächennaturdenkmal überspannen würden mit der Brücke. Was alleine schon einen Vorlauf von exakt einem Jahr auslösen könnte. Ich spreche da im Konjunktiv, auch da gibt es eventuell Möglichkeiten, das zu verkürzen. Okay. Insgesamt sind so viele komplexe Planungsschritte und Vorbereitungsschritte noch dazwischen, dass es unrealistisch ist zu sagen, 2020 ist die Brücke fertig oder sowas in der Art. Also das ist schon, da müssen wir uns klar machen, dass das einfach Zeit braucht. Eine Referenzbrücke, die in einem Naturraum entstanden ist, wo also keinerlei Naturschutzgebiete oder sonstige Schwierigkeiten in der Planung vorhanden waren, hatte einen Planungsvorlauf von 3,5 Jahren, nur um das mal so zu gewichten. Und wir sind ja immer noch in einem relativ frühen Stadium dieser Planungsphasen. Von daher ist davon auszugehen, dass wir länger brauchen werden als bei einer Brücke, die einfach so irgendwo in einem unproblematischen Gebiet gebaut werden kann. Hier haben wir, wie gesagt, ein Flächennaturdenkmal. Wir kommen dann auf einem denkmalgeschützten Objekt an. Wir überqueren archäologische Fundstätten. Auch das muss berücksichtigt und besprochen werden. Und nicht zuletzt sollen ja die Einwohner und Anwohner auch noch mit eingebunden werden. Von daher ist schon klar, dass das ein ziemlich komplexer, vielschichtiger Prozess ist, der einfach eine gewisse Zeit braucht. Okay. Es gibt Stimmen, also aus den Befragungen, die wir bei Bürgern gemacht haben, die die Befürchtung haben, wenn die Brücke etwas abseits liegt gegenüber der Friedensbrücke, wo ja doch reger Verkehr ist, dass Menschen diese nutzen, um, wie bei der Friedensbrücke auch, die Problematik hatten wir ja lange Zeit, dass Menschen gesprungen sind von der Brücke, bevor wir die Seelsorgerschilder hatten und auch die Leute sensibilisiert haben, darauf zu achten, wenn jemand steht, der nicht mit dem Fotoapparat gerade Bilder macht, auch mal jemanden anzusprechen, Hilfe anzubieten, die es ja gibt. Wie kann man mit dieser Problematik bei dem Thema Fußgängerbrücke umgehen? Wird die offen sein? Also in der Planung ist sie zunächst mal offen angedacht. An der Formulierung angedacht merken Sie schon, dass das noch nicht festgeklopft ist, weil genau mit der Thematik werden wir uns natürlich neben vielen anderen Problematiken auch beschäftigen. Wir haben das Thema, was passiert mit einer solchen Fußgängerbrücke im Fall von Schnee und Eis? Was passiert mit Leuten, die da Gegenstände runterpfeffern können, also leere Flaschen etc.? Mit all diesen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen, was eben dazu führt, dass dieser Prozess sehr komplex ist und sehr zeitaufwendig. Absolut.
Soll es erstmal zu dem Thema gewesen sein. Das heißt, die Planungen bestehen. Rückhalt in der Form des Stadtrates gibt es definitiv. Und wir werden rechtzeitig darüber noch informieren, ob Bürger und wann Bürger eingeladen sind, an dem Diskurs teilzunehmen. Sie sprachen schon die zweite Brücke an, die gebraucht wird. Das ist eigentlich neben der Fußgängerbrücke eine Wirtschaftsbrücke für einen Standort Bautzen, für ein Unternehmen, was hier sehr, sehr viele Arbeitsplätze schafft. Und naja, es ist ja nicht nur ein Unternehmen, auf dem Gelände sind mehrere Unternehmen untergebracht. Von daher machen wir das nicht für ein Unternehmen, sondern für eine Vielzahl. Da werden auch noch weitere hinkommen. Mehr möchte ich in dem Augenblick dazu noch gar nicht sagen. Und es ist ja so, Bombardier nimmt an dem Standort sehr viel Geld in die Hand, um weitere Aufträge hier nach Bautzen zu holen, auch für die Mittelfristplanung, also für die nächsten 10 Jahre. Und seitens Bombardier konnte man überzeugend darlegen, dass man eben für die weitere Logistik der nächsten Jahre auch einen Zuweg für ergänzende Logistik braucht. Der Schwertransport oder die Schwertransporte werden immer auch in Zukunft über die Fabrikstraße abgewickelt werden müssen. Okay. Aber die sogenannte Ergänzungslogistik soll eben eine Entlastung für die Fabrikstraße schaffen. Weil die Situation einfach die ist, dass bei den geplanten Produktionserhöhungen an dem Standort natürlich nicht alles über die Fabrikstraße mehr abgewickelt werden kann. Da gibt es schon konkrete Logistikplanungen, die eben belegen, dass die Fabrikstraße ein gewisses Limit hat, eine natürliche Grenze, mehr Bewegungen sind da nicht möglich. Und deswegen wird die weitere Brücke gebraucht. Das sieht die gesamte Leitung von Bombardier so, bis hoch zum Europachef von Bombardier. Das sehen der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister so. Und nach dem Stimmungsbild, was ich aus dem Stadtrat kenne, sieht das auch die große Mehrzahl der Stadträte eindeutig so. Gibt es darüber hinaus, man, der Standort Bombardier, gerade in Ostsachsen, ist immer wieder auch in den Themen, in den Medien, weil Bombardier natürlich auch schon gedroht hat, auch in Görlitz Standorte zu schließen. Oder auch der Waggon Borniski stand immer wieder in der Diskussion. Dass wir mit dieser Maßnahme infrastrukturell einen guten Raum zu schaffen für das Unternehmen, auch davon ausgehen können, dass dieser Standort gehalten wird und eine Jobgarantie für die Mitarbeiter bei Bombardier in Bautzen ausgesprochen wird. Also ich gehe davon aus, wenn ein Unternehmen wie Bombardier, das ist ja ein Unternehmen, was aus kommunalpolitischer Sicht ein schwieriger Partner ist, weil es eben hier nicht seinen Hauptsitz hat, noch nicht mal seinen Sitz in Deutschland hat, noch nicht mal in Europa hat, also rein kommunalrechtlich, ganz mal ab von dem, was da geleistet wird, für eine Kommune nicht der einfachste Partner ist. Aber ein solches Unternehmen, das so viel Geld in die Hand nimmt auf dem Gelände hier, die wollen ja da im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Neubauten errichten, sind auch schon mitten dabei. Das ist ein Bekenntnis zum Standort und da müssten wir als Kommune wahnsinnig sein, wenn wir da die Augen verschließen und sagen, es ist uns doch egal. Im Gegenteil, wir sehen es als unsere Aufgabe an, sowas zu unterstützen, weil das natürlich ein Commitment, wie man neudeutsch so schön sagt, also eine Verpflichtung für den Standort seitens des Unternehmens ist, die wir nicht ignorieren können und wollen. Denn das sagt ganz klar, dass man hier nicht nur 1-2 Jahre ein bisschen mehr machen will, sondern dass man mindestens in einem 10-Jahres-Zeitraum sich überlegt, den Standort weiter auszubauen. Und wenn wir das nicht unterstützen würden, na, dann könnten wir hier echt einpacken, dann sind wir hier überflüssig. Das heißt, die Gelder für die Brücke kommen rein aus der Kommune oder werden... Nein, das könnte die Kommune alleine gar nicht leisten. Ich bin zuversichtlich, dass es uns da gelingen wird, eine Förderung vom Land zu bekommen. Das heißt, das Land und der Wirtschaftsminister des Landes kann auch Druck ausüben, weil da gibt es ja die Kontakte auch zu den Unternehmen selbst, auch wenn der Standort selber natürlich nicht in Europa liegt. Da hat es schon Gespräche gegeben. Die Signale aus Dresden sind ausgesprochen freundlich. Deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das zeitnah hinbekommen. Okay, also eine zweite Brücke in Richtung Zukunft zum Standort Bautzen. Positive Nachrichten, denn gerade wenn man hört, auch Siemens, auch da hat es sehr gewackelt und gebröckelt in Bezug auf Görlitz. Die Arbeitsplätze sind diejenigen, die hier gut bezahlt werden, die natürlich auch für die Kaufkraft in der Innenstadt sorgt und auch für die Wohnattraktivität zu sagen, die Mitarbeiter von Bombardier sind eine maßgebliche Säule auch mit in der Gesellschaft. Absolut, also die Waggonbauer, wenn ich sie mal so nennen darf, sind ja nicht nur traditionell eine feste Größe in Bautzen, sondern auch da, was da aktuell geleistet wird, das ist aus Bautzen nicht wegzudenken. Gerade auch, Sie haben es angesprochen, aufgrund des Umstandes, dass Bombardier eher als Arbeitgeber eben sehr gute Löhne zahlt. Und jeder Einzelne und jede Einzelne, die bei Bombardier arbeitet, ist uns als Stadt wichtig. Und wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass das nicht nur erhalten wird, sondern auch noch weiter ausgebaut wird, dann, wie gesagt, wären wir vollkommen schief gewickelt, wenn wir da beiseite stehen würden und sagen würden, das geht uns nichts an.
Es hat Bautzen natürlich eine unheimliche Vielfalt im Bereich der Unternehmen. Das heißt, wir sind kein Standort, der nur einseitig auf Richtung Maschinenbau geht oder Waggonbau, sondern wir bieten die gesamte Facette und Bandbreite des Mittelstands ab. Daher meine Frage, es gibt die Diskussion immer, wenn größere Unternehmen ansiedeln wollen, wären die Flächen dazu nicht da. Wir hätten viele kleinstrukturierte Gewerbebereichsflächen abzugeben noch. Bombardier ist sicherlich einer der größeren Anbieter. Wen genau suchen wir denn für den Standort Bautzen? Welche Unternehmen wollen wir ansiedeln bei uns und wem können wir perspektivisch Zukunft geben, bei uns Fuß zu fassen? Also eins ist klar, wir haben nicht die Flächen, um riesige Ansiedlungen zu realisieren. Wir sind dabei, weitere Flächen zu eruieren, aber auch das sind sehr lange Prozesse. Auf der anderen Seite darf man eins nicht verkennen. Wir sind kein Entwicklungsland. Wir sind auch nicht in der Situation, dass wir sagen, gute Güte, die Arbeitslosenzahlen wachsen uns über den Kopf. Im Gegenteil, wir sind eine Region, die Arbeitsmarktdaten hat, die ihresgleichen suchen. Sowas finden Sie noch in Sindelfingen vielleicht oder in anderen großen Wirtschaftsstandorten in Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben fast 1000, auf 1000 Einwohner haben wir fast 670 Arbeitsplätze. Das ist ein bundesdeutscher Spitzenwert. Das heißt also nicht, dass wir händeringend darauf angewiesen sind, überhaupt erstmal jemanden anzusiedeln, sondern wir müssen in allererster Linie dafür sorgen, dass diejenigen, die da sind, hier auch ideale Voraussetzungen finden, um weiter zu produzieren, eventuell auch weiter zu wachsen. Das ist das, was in den letzten Jahren auch gelaufen ist. Einige Betriebe haben sich vergrößert. Selbstverständlich kann man Wirtschaft im Prinzip fast nie genug haben, zumal wir eh schon ein Wirtschaftsmotor sind, was weitere Unternehmen natürlich auch anzieht, weil man hier eine Infrastruktur hat für Wirtschaftswachstum oder für Weiterentwicklung, die natürlich ausgesprochen positiv ist, als wenn Sie irgendwo auf der grünen Wiese das erste große Unternehmen implantieren müssten, würde das viel mehr Folgeprobleme nach sich ziehen. Was den Standort so attraktiv macht, ist, dass Bautzen eben ein sehr gutes Angebot an Schulen hat. Wir haben fast sämtliche Schulgebäude in der Stadt komplett saniert. Es fehlt nur noch ein einziges, das jetzt auch in der Planung ist. Wir haben ein super Angebot im Bereich Kinderbetreuung, das wir auch weiter ausbauen werden. Das sind alles Faktoren, die für Firmen interessant sind, weil sie genau wissen, die Mitarbeiter können sich hier ansiedeln und sind gut versorgt, sind mit einer guten Infrastruktur aufgestellt. Wenn es uns jetzt noch gelingt, und daran arbeiten wir, die Stadt für junge Leute attraktiver zu machen, dann haben wir eben auch eine Situation, dass die nicht alle weggehen und wegbleiben, sondern die gehen dann vielleicht zu Studium und Ausbildung weg, gehen aber weg in dem Wissen, dass Bautzen eine coole und interessante und spannende Stadt ist und kommen dann halt irgendwann wieder. Die Chancen werden jedenfalls wesentlich größer. Und das werden wir brauchen, weil wir schon jetzt in der Situation sind, dass in vielen Unternehmensbereichen gar nicht genug Leute da sind, um die Firmen weiter wachsen zu lassen. Auch bei einer Neuansiedlung haben wir grundsätzlich immer das Problem, dass man sich innerhalb der Region kannibalisiert. Das neu angesiedelte Unternehmen A, dem Unternehmen B und C, das schon länger da ist, Fachleute wegnimmt. Das heißt, wir haben wirklich eine Aufgabe davor, neue Leute auch in die Region zu ziehen. Und da sind wir dann wieder beim Ausgang des Gesprächs. Da sind wir dann beim Image der Stadt und der Region. Deswegen ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten. Weil wenn wir das Image nicht positiver wenden können, dann wird es uns auch schwerfallen, Leute aus anderen Regionen hier für diese tolle Gegend zu begeistern. Prinzipiell ergibt sich aus dem Dialog ja gerade schon ein Widerspruch an sich. Denn wenn wir Spitzenwerte haben, auf die wir stolz sein können, im Positiven, dann sollte das ja an sich zu einem positiven Image der Stadt nicht nur beitragen, sondern müsste auch überwiegen in der Empfindung der Bevölkerung und auch in dem, was Stadträte oder Repräsentanten der Stadt nach außen ausstrahlen. Also die Repräsentanten der Stadt, wenn ich jetzt mal für die Stadtspitze sprechen kann, wir strahlen das überall aus. Wenn wir auf Veranstaltungen bundesweiter Art sind, vom Städtetag zum Beispiel oder anderen Veranstaltungen, auch überregionalen Veranstaltungen oder regionalen, da verstecken wir die Stadt Bautzen nicht. Ich hatte im Herbst die Ostdeutsche Oberbürgermeisterkonferenz nach Bautzen eingeladen. Die waren auch hier und die waren völlig geplättet, auf gut Deutsch. Die beiden Oberbürgermeister der Städte Schwerin und Potsdam, die sich ja nun weiß Gott nicht verstecken müssen, sprachen bei diesem Besuch sogar von Neid auf die Stadt Bautzen. Weil sie sich eben die Arbeitsmarktdaten angeguckt haben, weil sie sich angeguckt haben, in welchem Verhältnis unsere Verwaltung aufgestellt ist, wie leistungsfähig die Verwaltung ist, da sprachen die von Neid auf die Stadt Bautzen. Also wir müssen uns wirklich nicht verstecken und deswegen ja auch unser grundsätzlicher Ansatz, dass wir sagen,
es gibt gar keinen Grund, den Kopf hier in den Sand zu stecken oder zu tun, dass hier alles oder zu behaupten, dass hier alles schlecht und mies wäre. Ganz im Gegenteil, Bautzen befindet sich auf einem guten Weg und auf dem Weg müssen wir weiter voranschreiten. Und dazu gehört aber eben auch, mal über die ganzen Sachen zu sprechen, auf die die Leute hier zu Recht stolz sein können. Und da kann ich wirklich alle nur einladen, wirklich mal einen etwas freundlicheren Blick auf ihre Stadt und ihre Heimatregion zu werfen. Ich bin ja auch nicht zufällig hier gelandet. Ich habe mich ganz bewusst für Bautzen entschieden, weil man hier eine wahnsinnig hohe Lebensqualität hat, weil man hier eine tolle Region hat und weil man hier Leute hat, die in erster Linie erstmal was machen und dann hinterher vielleicht noch ein bisschen rummeckern. Aber hier wird in erster Linie gemacht und das ist was, was wichtig und entscheidend ist und deswegen geht es der Stadt und der Region auch so gut. Ich meine, das ist ein Thema, was uns beide vereint. Ich wohne seit 10 Jahren in Bautzen, bin ebenfalls Wahlbautzner. Die Liebe, die mich hergeführt hat, aber auch die Stadt, die mit dazu gesorgt hat, dass ich hier geblieben bin. Weil es sind natürlich wirklich in dem Zeitraum, wo ich gekommen bin, viele, viele junge Menschen, ob es durch Arbeitsamt war oder die Angebote andererseits, aus der Stadt herausgezogen worden, in Westen oder auch in benachbarte Staaten. Und die Heimkehrermesse zeigt immer wieder, dass die Menschen in Bezug zur Region suchen und diese Messe ist sehr, sehr stark besucht. Die immer wieder kurz nach Weihnachten stattfindet, am 27.12. für Unternehmen kostenfrei. Und jährlich wächst. Das heißt, es ist der Bedarf, der Bezug zum Thema Heimat ist da. Wie würden Sie das Thema Heimat und Bautzen, mit welchen Aspekten oder 3 Worten würden Sie es in Zusammenhang bringen? Wofür steht Bautzen in Bezug auf Heimat für Sie persönlich? Bautzen ist meine Heimat, auch wenn ich, wie er bekannt ist, aus Berlin stamme. Ich habe mich vom ersten Augenblick an in Bautzen wohlgefühlt. Das ging damit los, als ich mit meiner heutigen Frau die Stadt das erste Mal besucht habe. Sie kommt ja von hier. Habe ich ihr nach einer halben Stunde gesagt, ich ziehe sowieso irgendwann hierher. Das hat sie mir damals nicht geglaubt, aber mir war das damals schon ernst, weil ich sehr schnell gesehen habe, was das für eine nicht nur wunderschöne Stadt ist, sondern weil mich das Umland eben auch begeistert hat. Das habe ich vor der Stadt gesehen. Die Lage innerhalb Europas ist großartig. Wie gesagt, wir haben hier eine wunderschöne Heimat. Wir haben hier den wirklich günstigen Zugang zu hochwertigen regionalen Produkten und Dienstleistungen. Das geht los damit, dass wir hier noch einen Wohnungsmarkt haben, der absolut bezahlbar ist. Wir haben zu wenig Wohnraum in der Innenstadt, weswegen die Rückkehrer, die wir übrigens auch statistisch schon feststellen können, relativ oft eben nicht unmittelbar im Stadtgebiet landen, sondern hier im Umkreis von 5 oder 10 Kilometern sich irgendwo eine Scheune kaufen, ausbauen, ein Grundstück kaufen, ein Haus bauen. Das ist was, wo die Stadt Bautzen sich wirklich genau überlegen muss, welche der wenigen Flächen, die wir noch haben, nutzen wir für Wohnungsbau, auch mal für hochwertigen Wohnungsbau. Das sind Geschichten, wo wir sagen, Heimat wird ja nicht durch eine Stadtgrenze bestimmt, sondern tatsächlich als Region empfunden. Und mir ist es persönlich auch relativ egal, ob die Leute in Bautzen wohnen oder 10 Kilometer außerhalb. Kommunalsteuerlich wäre es natürlich schöner, wenn die hier alle im Stadtgebiet leben würden. Auf der anderen Seite sind wir als Stadt auch darauf angewiesen, dass es funktionierende Gemeinden um uns herum gibt. Und von daher erfüllt das auch einen mittelbaren, aber sehr wichtigen Zweck für die Stadt Bautzen, wenn wir lebendige Kommunen im Umfeld haben. Wir sind ohne unsere Nachbarkommunen sind wir als Stadt nicht vorstellbar und auch nicht funktionsfähig. Von daher hat es immer seine 2 Seiten. Auch wenn ich mich über jeden freue, der ins Stadtgebiet zieht, freue ich mich über jeden, und zwar ohne Hintergedanken, der in die Region zurückkommt. Davon profitieren wir alle. Wir müssen uns ohnehin viel stärker als Region definieren und sehen. Und da gehört es eben auch dazu, dass die kommunale Familie hier im Landkreis funktioniert. Und das ist mir ein großes Anliegen, aber eben zum Glück auch einer ganzen Reihe von anderen Bürgermeistern, auch aus benachbarten Landkreisen, wenn ich mal an Zittau denke, wenn ich mal an Görlitz denke. Das sind Städte, die tatsächlich Bezüge zum 6-Städte-Bund auch wieder herstellen. Zittau zum Beispiel möchte sich als Kulturhauptstadt bewerben, aber das nur vor dem Hintergrund, das im Rahmen des 6-Städte-Bundes quasi zu machen. Wir werden Zittau da unterstützen, weil auch dieses Denken in größeren Einheiten, in größeren regionalen Einheiten, kann uns eigentlich nur nach vorne bringen. Sie sprachen gerade das Thema an, 6-Städte-Bund. Wir sind der Mittelpunkt Europas, weil wir sind direkt in der Mitte Europas. Und Heimat ist jetzt einmal das Lebensgefühl, sich wohlzufühlen, sich hier zu Hause zu fühlen. Wenn man es jetzt mit 3 Begriffen beschreiben müsste, mit was identifizieren Sie Bautzen für sich als Heimat? Das eine war das Lebensgefühl, was Sie ausführlich gerade beschrieben haben, die Region, das Umland. Es gibt Tendenzen, die einen sagen, Bautzen ist die romantische Stadt, andere sagen, es ist die Stadt der Türme, es ist die Geschichtsstadt, die historische Stadt, die mit Bautzen in Verbindung gebracht wird. Welche 3 Schlagthemen sind es für Sie persönlich,
womit Sie Bautzen identifizieren mit dem Thema Heimat? Das ist natürlich in erster Linie mal die Schönheit des Stadtbildes und der gesamten Region. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das zweite hatte ich eben schon beschrieben, das Lebensgefühl, extrem wichtig. Das ist das, was ja, sogar noch über dem Thema Schönheit steht, für mich in meiner persönlichen Wertigkeit. Wenn das durch so eine extreme Schönheit ergänzt wird, umso besser. Und das dritte ist, ja, ich würde es mit dem Begriff Vertrautheit, fast schon Innigkeit beschreiben, dass man sich hier eben wirklich absolut wohl fühlt und auch wenn man nicht von hier kommt, doch mit offenen Armen empfangen wird. Also ich bin trotz meiner Herkunft als Berliner hier nie irgendwie ernsthaft angefeindet worden, also nach dem Motto, du gehörst hier nicht her. Das findet man ab und zu mal in den sozialen Medien, aber unter dem Deckmantel der Anonymität ist sowas mal leicht gesagt. Ich habe mich hier vom ersten Moment an, wie gesagt, wohlgefühlt und das hat verschiedene Gründe, hat viel mit der Schönheit zu tun der Stadt, mit dem Lebensgefühl, aber eben auch mit dem Umstand, dass alle meine vier Kinder hier geboren worden sind. Meine Frau ist gebürtige Görlitzerin, ist schon im sechsten Lebensjahr hier ganz in die Nähe von Bautzen gezogen und hier groß geworden. Und das prägt, wenn man hier natürlich auch Familie hat, das ist ganz klar. Jetzt sprachen Sie gerade das Thema an, Hate Speech. Man gehört nicht in die Region, Sie üben natürlich auch ein Amt aus als Oberbürgermeister. Das lässt auf der einen Seite Kritik zu und auf der anderen Seite sind Sie Mensch und Bürger der Stadt. Ja, und ich glaube, als Bürger greift man Sie nicht an, aber in der Funktion als Oberbürgermeister steht man natürlich auch immer wieder unter dem Gesichtspunkt der Entscheidungen, auch unter der Kritik. Die findet in den sozialen Netzwerken statt, das ist offensichtlich. Der eine macht das mit Argumenten und der andere macht das immer auf seine emotionale Art und Weise. Man hat aber das Gefühl, dass die Stadt ein Stück weit gespalten ist. Und in diese Lager, die einen, die sagen, Heimat und Vaterland sind für mich ganz exorbitant wichtige Dinge. Ich will meinen Stolz zeigen, auf die Region stolz sein zu dürfen, verkörpern das aber mit anderen Gesinnungsabsichten. Und dass sich das Stadtbild verändert hat vor 10 Jahren, dass wir neue Mitbewohner haben, neue Gäste haben in der Stadt, eine Willkommenskultur auch haben oder eine Lebenskultur haben, die Weltoffenheit nach außen zeigt und eine gewisse, die dieses Kulturgefühl für alle zugänglich machen sollte, das sind die Dinge, auf die Sie immer wieder aufmerksam gemacht haben, für deren Werte Sie auch selber einstehen. Ja. Also Stolz finde ich eine gute und wichtige Sache. Allerdings unter der ganz wichtigen Maßgabe, dass Stolz kein Instrument ist, andere auszuschließen. Weil dann kann ich mir den Stolz sparen. Wenn ich das, was ich erreicht habe und geschafft habe, nicht mit anderen teilen will, dann bringt er mir nichts. Dann bringt er mich nicht weiter. Deutschland hat eine lange Geschichte der Migration. Das läuft über Jahrhunderte schon so, dass Deutschland Zuwanderungsland ist. Ich sage schon seit 25 Jahren, dass wir ein Einwanderungsgesetz bräuchten, um eben auch diese ganzen Fragen von wirtschaftlicher Zuwanderung etc. mal so regeln zu können, dass man damit tatsächlich auch umgehen kann. Das kann ja nur auf Bundesebene stattfinden. Ja, natürlich also, kann das nur auf kommunaler Ebene auf leben, Bundesebene, unsere Willkommenskultur ja eigenständig. Auf Bundesebene kann das nur stattfinden, aber als Kommune oder als Vertreter der Kommune gebe ich das regelmäßig nach oben weiter, dass das extrem wichtig ist. Okay. Und von daher nochmal, man kann stolz sein, ich finde sogar, man sollte stolz sein auf das, was hier geleistet worden ist. Aber eben nicht, um mich von anderen abzugrenzen, sondern um zu sagen, hey Leute, guck mal, was wir hier geschafft haben. Und ich freue mich über jeden, völlig egal, woher der kommt, der daran mitwirken will. Der hierher kommt, um nicht irgendjemandem auf der Tasche zu liegen, sondern der daran mitwirken will. Und auch da hat die Region eine lange Tradition. Wir haben das schon sehr lang anhaltende Zusammenleben zwischen Sorben und Deutschen. Das ist so eine starke traditionelle Bindung, dass da sogar ein Baustil draus entstanden ist, den es nur hier in dieser Region gibt. Die umgebindenen Häuser sind die Kombination von germanischer Fachwerkbauweise und slawischer Blockbauweise. Und ich finde umgebindende Häuser ausgesprochen schön und ein sehr lebendiges Symbol davon, dass man durch das Zusammenführen von Kulturen eben sehr viel erreichen kann. Und das ist hier in der Region schon ganz oft und ganz lange gelungen. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, über jeden, der hier mitwirken will und der hier mitmachen will und kann. Und da sind meine Arme offen. Leute, die sich hier nicht benehmen können, kriegen auf die Finger und zwar unabhängig von der Herkunft. Das ist ein Empfinden, was ich teilen kann, vom Gesinnungspunkt oder Gesichtspunkt aus der Gerechtigkeit.
Es hat aber auch zu Brandthemen geführt. Es wurde jetzt auch wieder in der Presse gesagt, wir hätten vernachlässigt, dass Menschen sich hier daneben benommen haben, die als Gäste in der Stadt waren und das dazu geführt hätten, dass wir diesen Image-Schaden von Bautzen bekommen haben auf der sogenannten Platte, wo das als Aufenthaltsraum genutzt wird von Migranten wie auch Nicht-Migranten und zum Brennpunktthema geworden ist, weil wir es ignoriert hätten, Leute darauf hinzuweisen, wie man sie auch als Gast zu benehmen hätte. Das sehe ich nicht so, dass wir das ignoriert haben. Man kann nicht von vornherein bei den ersten Verfehlungen schon den ganz großen Hammer rausholen. Wir sind über einige der Verfehlungen relativ spät seitens der Polizei informiert worden. Das war kein böser Wille bei der Polizei. Wir haben relativ klar gemacht, dass wir zukünftig da auch gerne früher informiert werden. Wir hatten ja insbesondere eine Person, die sich hier sehr hervorgetan hat beim Danebenbenehmen. Der ist natürlich auch regelmäßig provoziert worden. Aber selbst wenn er provoziert wird, kann er sich so nicht aufführen. Deswegen haben wir ihn auch aufgrund seiner Reaktion auf die, sei es Provokation, sei es Eigenantrieb, aufgrund seiner Handlungen haben wir ihn mit einem dreimonatigen Aufenthaltsverbot für die Stadt belegt. Das ist das Maximum, was wir in dem Bereich machen können. Das hatte in seinem Fall eine sehr heilsame Wirkung, weil wir ihm auch klar gemacht haben, wenn das in Zukunft wieder auftritt, warten wir nicht nochmal so und so viele Fälle ab. Auf der anderen Seite, und da bin ich sehr glücklich darüber, hat auch die Polizeipräsenz und ein gewisses repressives Vorgehen gegen Rechtsextreme, die in Gruppierungen in der Innenstadt aufgetaucht sind, einen Erfolg gehabt. Und obendrein haben wir auch zwei neue Streetworker, also mobile Sozialarbeiterstellen geschaffen, die aufsuchend unterwegs sind. Das heißt, die gehen zu den jungen Leuten. Denn ein Teil der jungen Leute hatte tatsächlich nachvollziehbarerweise den Eindruck, ach guck mal, für die Flüchtlinge wird was gemacht und unsere Probleme kümmert sich keiner. Das ist nicht richtig, das kann nicht sein, deswegen haben wir das verändert. Wo ich allgemein sage, die Aufgaben, die ich hier als Stadtspitze zu bewältigen habe, nicht nur ich als Person, sondern die gesamte Verwaltung, kann sich nur danach richten, wer lebt hier in der Stadt und für wen müssen wir hier was machen? Für die Leute, die hier leben. Da ist es mir in erster Linie egal, wo die herkommen. Wenn die Leute, die hier leben, Hilfe und Unterstützung von der Stadt brauchen, dann müssen wir das gewährleisten, dass das auch kommt. Teilweise auch in Absprachen mit dem Landkreis. Also wenn wir hier erfahren, dass Geschichten, die Landkreisaufgabe sind, schieflaufen, geben wir natürlich sofort die Rückmeldung und haben auch die Erfahrung, dass das auf der Landkreisebene auch sofort abgearbeitet wird. Da kümmert man sich also drum. Und wir haben wirklich ein Interesse daran, dass es den Leuten, die hier in der Stadt leben, gut geht. Zwar unabhängig von der Herkunft, aber eben auch mit der Prämisse, dass wir sagen, die, die hier sind, das ist unsere Aufgabe, dass wir uns um die kümmern. Ja. Jetzt haben wir natürlich, wenn wir gerade wieder das Thema auch nehmen, Migration nicht oder lebende Menschen mit verschiedenen extremistischen Standpunkten. Wir haben Rechtsextremismus, wir haben Linksextremismus. Beides gibt es. Ich glaube, beide Formen von Gewalt werden hier auch offen auf der Straße zum Teil sichtbar gemacht. Denn wenn man sich die Graffitis, sage ich mal, an den Gebäuden anguckt, dann gibt es die Seite auf der einen Seite, die rechte Graffitis an die Wände sprühen, genauso aber auch im Gegenzug wiederum Graffitis andererseits. Durch die sozialen Netzwerke kursiert der Eindruck, dass Bautzen ein Kiez rechter Gesinnung wäre. Es gibt also ein paar Blogger, ich möchte jetzt nicht unbedingt Namen ansprechen, die aber dieses Bild sehr stark über die sozialen Netzwerke nach außen treiben. Ich persönlich habe nicht das Empfinden, dass wir in einer rechten oder braun gesinnten Stadt leben, auch wenn dieser Ausdruck durch Beschmierereien offensichtlich wird manchmal. Wie empfinden Sie das persönlich? Ich sehe das genauso wie Sie, vielleicht sogar noch ein bisschen pointierter. Ich habe seit dem Herbst 2016 monatelang jeden Gesprächspartner und jede Gesprächspartnerin gefragt, ob sie den Eindruck haben, in einer braunen Hochburg zu leben. Ich habe mit einer einzigen Ausnahme niemanden gefunden, der das bejaht hätte. Also auch Leute, die recht weit links im Spektrum stehen, haben das nicht so oder sehen das nicht so. Es passt auch nicht zu dem Lebensgefühl hier in der Stadt. Von daher halte ich diese Behauptung, dass das hier eine braune Hochburg sei, für ziemlichen Unfug. Es ist nicht so, dass wir kein Problem mit Nazis hätten. Das steht aber auf einem anderen Blatt und heißt auch nicht, dass wir in der Folge automatisch eine braune Hochburg sind. Das heißt, andere Städte haben dieselben Problematiken, aber Bautzen hat doch Bühne geboten. Haben wir irgendwelche Interessengruppierungen nicht an Menschen eingeladen, nach Bautzen auch Zweck zu entfremden, um dieses Image sozusagen nach außen zu tragen? Nein, da müssen wir keinen einladen. Bautzen hat eine ganz lange Tradition, sozusagen der Leuchtturm in der Region zu sein. Und damit ist es natürlich auch Bühne für alle möglichen politischen Zwecke.
Wenn ich also Beachtung finden will in Ostsachsen, dann ist Bautzen schon mal ein sehr guter Standort, wenn ich da was abziehen will, um es mal salopp zu formulieren. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir hier besonders braun wären oder sind. Was uns allerdings nicht weiterführt, ist, uns hinzustellen und zu sagen, wir haben kein Problem mit dem Rechtsextremismus. Das haben wir in meiner Sicht definitiv und darüber muss man reden, darum muss man sich kümmern, das passiert aber auch. Und wenn man sich darum kümmert, und das machen verschiedene Institutionen hier, angefangen vom polizeilichen Staatsschutz, den ich hier sehr schätze mit seiner Arbeit in Bautzen, über den Verfassungsschutz, über die Polizei, über die mobile Sozialarbeit etc. etc., über die Zivilgesellschaft, da dürfen wir unsere Anstrengungen nicht alarmen lassen. Aber dem Eindruck, dass wir eine braune Hochburg sind, kann ich nur ganz entschieden widersprechen. Das sind wir definitiv nicht. Und es ist auch was ich regelmäßig nach außen trage, auch wenn ich auf Fortbildung bin oder wie gesagt auf Städtetagsveranstaltungen. Da stelle ich das durchaus deutlich klar, dass wir das definitiv nicht sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ein Beigeordneter, der das Kreistags, der Herr Witschers, hatte mit Rechtsradikalen, nennt man sie mal, oder mit Menschen der NPD gesprochen, um deeskalierend auf die Ausschreitung einzuwirken und hat dafür eine extreme Schelte bekommen, warum er das denn überhaupt tut. Es wurde also nicht nur stark diskutiert, sondern man hatte sogar versucht, ihn dafür aus dem Amt zu treiben. Wo ich mir denke, wenn man nicht mit diesen Menschen spricht, wie will man überhaupt eine Regelung finden, mit dieser Problematik umzugehen? Also ich finde es wichtig, sich tatsächlich Gesprächen grundsätzlich zunächst mal nicht zu verweigern. Wenn der Jurist grundsätzlich sagt, denkt er an die Ausnahmen. Mhm. Es ist für mich schon eine Ausnahme, ob ich mit einem NPD-Parteifunktionär auf offizieller Ebene spreche oder nicht. Dafür sehe ich keine Veranlassung. Ich habe ja auch mit Rechtsextremen gesprochen. Da war sogar die gleiche Person mit am Tisch. Ja. Er war zu der Zeit allerdings nicht NPD-Funktionär. Wahrscheinlich einfaches Mitglied. Okay. Ein NPD-Funktionär hätte ich auch nicht ins Rathaus eingeladen. Das war auch noch ein bisschen anders als beim Gespräch mit dem Herrn Witschers, weil ich nämlich ganz klar gesagt habe, wir können gerne sprechen, aber nur, wenn ich hier den Staatsschutz mit am Tisch habe, weil wir sehen euch als so problematisch an, dass ich das für geboten erachte. Trotzdem ist es richtig, grundsätzlich gesprächsbereit zu sein. Nur es geht eben leider auch immer ein bisschen um das Wie. Und die Frage sei schon erlaubt, wenn ich höre, dass die 3 oder 4 Stunden miteinander gesprochen haben, stelle ich mir schon die Frage, mit wem habe ich das letzte Mal 4 Stunden gesprochen? Okay. Das war am Wochenende mit meiner Frau. Also die Intensität des Gesprächs ist das eine. Und was mich eigentlich viel mehr gestört hat als das Gespräch an sich, was ich aus dem Grund, dass es ein NPD-Funktionär war, schon kritisch genug fand, war der Umstand, dass es da eben auch diese Chat-Protokolle gibt. Und das halte ich tatsächlich für ausgesprochen problematisch. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht dazu sagen. Das ist ja auch kein besonders aktuelles Thema mehr. Nicht wirklich, aber ich meine, man lernt aus der Vergangenheit, man lernt aus dem Umgang mit dem Problem. Und die Frage ist natürlich, wie stelle ich mich in Zukunft diesen Herausforderungen? Und wir hatten jetzt vor kurzem erst Bundestagswahl und natürlich wurde auch im Osten gewählt und die AfD ist als neue Partei auch im Osten mit einem sehr, sehr starken Zuspruch versehen worden, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt. Und wenn man sich den Umgang der Medien anguckt in Bezug auf die AfD oder auch die Frage, wenn Veranstaltungen sind im öffentlichen Raum, zu der die AfD einlädt, hat man immer wieder das Gefühl, dass man konfrontiert wird mit der Tatsache, es ist eine rechtspopulistische Partei, man wird auch teilweise als Nazi bezeichnet, obwohl ich aus Begegnungen mit Menschen, die sich dazu bekennen, AfD gewählt zu haben, weiß, dass sie einem anderen Diskurs entsprechen und nicht als Nazi bezeichnet werden möchten, sondern dieser demokratischen Partei einen Raum geben wollen und sich eher als ultrakonservative Seite befinden, die früher auch ihre Heimat in der CDU gefunden haben, aber sich dort nicht mehr wiedergespiegelt fühlen. Wie gehen Sie mit der Tatsache um, dass die AfD hier eine wachsende Partei ist und was für ein Empfinden haben die Menschen für Sie in dem Zusammenhang? Also die AfD ist eine demokratische Partei, ob das den Leuten jetzt gefällt oder nicht, das ist so. Sie hat eine ganze Reihe von extrem problematischen Funktionären, auch das ist, glaube ich, unbestritten. Aber eins ist doch mal völlig klar, die Leute, die AfD wählen, sind keine schlechten Menschen. Sie sind auch schon erst recht keine Nazis. Das ist doch ein völliger Schwachsinn, um es mal ganz deutlich und drastisch auszudrücken. Es gibt sehr viele unterschiedliche Motive, warum die AfD gewählt worden ist. Protest ist ein ganz wesentliches Motiv dabei. Das kommt bei vielen Leuten auch aus einer Enttäuschung über die Demokratie zustande, dass man die AfD gewählt hat. Und
Es bringt uns doch keinen Schritt weiter, wenn wir uns als Gesellschaft hinstellen und mit dem Finger auf die Leute zeigen, die die gewählt haben. Das würde doch heißen, dass wir gewisse Entwicklungen in der Gesellschaft einfach völlig übergehen und sagen, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen uns um eine Reihe von Entwicklungen kümmern. Wir müssen uns die Frage stellen, hat sich das System an so vielen Stellen als fehlerhaft erwiesen, dass man die AfD wählen muss? Und was muss man an welchen Stellen auch tatsächlich verändern? Das ist ein Prozess, in dem wir gerade mittendrin stecken. Die Erkenntnis greift jetzt um sich. Auch das ist ein Ergebnis dieser Wahlergebnisse. Und rein unter demokratischen oder unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten kann ich das eigentlich nur begrüßen, dass jetzt diese Fragen tatsächlich mal, dass man jetzt anfängt, das mal ernst zu nehmen. Man muss natürlich einiges inhalten. Wenn man das gerade mal sieht, Sie sind als unparteiischer Kandidat damals angetreten. Sie haben sich im Laufe der Amtszeit dazu entschieden, Flagge zu zeigen für eine Partei. Sie sind in die SPD wieder eingestiegen. Wieder, sage ich, weil Sie waren schon mal Mitglied der SPD. Haben vor der Bundestagswahl entschieden, diesen Kurs wieder einzuschlagen. Innerhalb der SPD gibt es allerdings sehr unterschiedliche Stellungnahmen zu dem Thema, auch Umgang mit der AfD. Und ja, das ist richtig. In der SPD gibt es zu jedem Thema sehr unterschiedliche Stellungnahmen. Meine Motivation war ganz eindeutig die, dass ich gesagt habe, Demokratie braucht Bekenntnis. Auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite, das ist eigentlich dasselbe Thema. Es ist sehr modern geworden, auf unserer Parteiendemokratie rumzutrampeln. Wenn ich mir aber angucke, wie es in Deutschland läuft, und wenn ich mir nur mal unsere Nachbarn innerhalb der EU angucke, kann ich nur feststellen, so viel kann hier in den letzten Jahrzehnten nicht falsch gelaufen sein. Mir ist auf der anderen Seite völlig klar, dass ich als parteiloser Oberbürgermeister natürlich ein viel ruhigeres und entspannteres Leben habe. Mir geht es aber gerade nicht um meine persönliche Komfortzone, sondern mir geht es darum, eben auch Reibungspunkte zu bieten, gerade auch im demokratischen Prozess. Und von daher bin ich eben, wie gesagt, wieder in die SPD eingetreten. Ich habe im Wahlkampf auch wiederholt und sehr oft betont, dass ich von der Prägung her in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat bin, von der Herkunft und von der Sozialisation, von meinen Lebenserfahrungen her. Und deswegen ist mir dieses Bekenntnis auch relativ wichtig. Wie gesagt, wohl wissend, dass das Reibung auslöst und nach sich zieht. Und es wesentlich einfacher wäre, den Kopf im Sand gesteckt zu behalten und mich selber als parteilos hinzustellen. Ich bin und bleibe ein unabhängiger Geist. Ja, bitte. Leidet die Effizienz als Oberbürgermeister in der Arbeit darunter, dass Sie in die Partei eingetreten sind? Warum sollte das der Fall sein? Das ist keine Organisation, die mir irgendwie vorschreibt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ganz im Gegenteil, ich habe jetzt für den 10. April die Simone Lange nach Bautzen eingeladen. Das ist die Oberbürgermeisterin von Flensburg. Die habe ich deswegen eingeladen, weil die quasi eine Gegenkandidatur zu Andrea Nahles als Parteivorsitzende lanciert. Und ich finde es wichtig und richtig, dass das nicht einfach so durchgewunken wird. Andrea Nahles ist uns vom Parteivorstand einfach so vorgesetzt worden. Das geht nicht. Dass Sie jemanden von oben durchgedrückt kriegen, das funktioniert vielleicht noch in China, das können Sie hierzulande niemandem anbieten, auch wenn es nur innerhalb einer Partei ist. Das ist einer der Punkte, warum ich Sie eingeladen habe. Und der andere Punkt ist der, sage ich jetzt mal ganz offen, in der Außenwahrnehmung, ich kenne Andrea Nahles persönlich nicht, ich will ihr da nicht zu nahe treten, aber in der Außenwahrnehmung ist es definitiv so, dass ich nur sagen kann, um es mal etwas zu überspitzen, wenn Andrea Nahles für Erneuerung steht, dann steht Horst Seehofer wahrscheinlich für Jugendlichkeit. Und vor dem Hintergrund kann ich das nicht einfach kommentarlos passieren lassen, sondern habe ich gesagt, gut, dann lade ich die Simone Lange hier nach Bautzen ein, um ihr eben auch Unterstützung bei dieser Kandidatur zu geben. Das ist einer der Punkte, warum ich in die SPD eingetreten bin, weil ich gesagt habe, ich möchte wenigstens als innerparteilicher Kritiker wirken bei einer Partei, die mir trotz allem sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe in der Partei niemandem irgendwas zu verdanken. Also auch vor dem Aspekt besteht nicht die Gefahr, dass ich irgendwas gegen meinen Willen oder gegen meine inneren Überzeugungen machen muss. Und der Stadt Bautzen wird es garantiert nicht schaden. Zumal ich auch zum neuen Ministerpräsidenten einen sehr guten Draht habe. Den schätze ich ebenso wie den Martin Dulich als sehr fähig ein. Das sind zwei richtig gute Leute, die da in Dresden die Geschicke des Landes lenken. Und das werden wir in den nächsten Jahren auch sehen. Das heißt, die SPD ist in diesem einen Bereich schon verankert auf der Landesebene und wird jetzt sozusagen begleitet mit der kommunalen Ebene. Würde dort auch in der Art durch die Partei eine Brücke gebaut, die die Kommunikation etwas leichter aufrechterhält als
vorher? Oder? Definitiv, Kommunikation in alle Richtungen ist total wichtig, ja. Und von daher habe ich diesen Weg eingeschlagen. Das heißt Glaubwürdigkeitsverlust nein und auch Misstrauensverlust gegenüber den Bürgern als Wähler? Nein, sehe ich nicht so, weil ich bewege mich innerhalb des Bündnisses, das mich zur Wahl aufgestellt hat. Und etwas anderes wäre es, wenn ich in die CDU eingetreten wäre. Das könnte ich verstehen, wenn die Leute mir das übel nehmen würden. Aber die SPD. Das ist ein kompletter Glaubwürdigkeitsverlust. Ja, es ist insofern auch kein Glaubwürdigkeitsverlust, weil, wie gesagt, ich habe nie gesagt, ich bin parteilos und werde es ewig bleiben. Ich habe im Wahlkampf wiederholt darauf hingewiesen, dass ich in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat bin. Und von daher, ich bewege mich innerhalb des Bündnisses, das mich aufgestellt hat. Sie verstehen aber, dass es Frust darüber gibt, dass es Menschen natürlich als nicht unbedingt jetzt verständlich sich darüber äußern. Natürlich, das kommt aber in erster Linie aus Enttäuschung über das Parteiensystem. Okay. Und wie gesagt, ich mache das nicht, um irgendwie vergnügungssteuerpflichtig zu werden, denn das ist es garantiert nicht, sich in der Partei zu engagieren. Sondern ich mache das als Bekenntnis zu unserem Parteiensystem und das ist mir extrem wichtig. Ich war gerade ein Thema an. Andrea Nahles wurde von der Parteispitze hingesetzt, das heißt, man wurde vor veränderte Tatsachen gestellt. Demokratie heißt aber, den Prozessen dann teilzunehmen, das heißt, mit eingebunden zu werden. Wie binden Sie die Bürger in laufende Prozesse der Stadt mit ein, mitzubestimmen, mitzubesprechen? Wie laden Sie ein und wo kann man das Gefühl wieder mehr aufgebaut bekommen in der Bevölkerung, Teil dieser Prozesse mit zu sein? Wir werden jetzt zeitnah, ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube, am 22. März gibt es das erste wieder aufgelegte Einwohnerforum im Stadtteil Gesundbrunnen. Das werden wir in Zukunft regelmäßig abhalten, also im 3-6-Monats-Rhythmus, dass wir in den Stadtteilen Veranstaltungen anbieten. Und dann werden wir es natürlich bei konkreten Projekten, wir hatten es vorhin schon angesprochen mit der Brücke, so halten, dass in einem Zeitpunkt, wo eine Bürgerbeteiligung möglich und sinnvoll ist, wir das tatsächlich für die jeweiligen Projekte uns auch angucken, ob es da grundsätzlich Sinn macht, die Leute einzubinden oder nicht. Und da wird es in Zukunft verschiedene Angebote geben und die Teilhabe und Beteiligung der Bürger ist uns auch wirklich wichtig. Es wird es nicht bei jedem Projekt geben, das ist auch nicht umsetzbar, das ist auch nicht machbar, dann könnte man sich den Stadtrat sparen. Aber wir werden es bei ausgewählten und wichtigen Projekten tatsächlich machen und darüber hinaus gibt es bei mir im Rathaus einmal wöchentlich die Bürgersprechstunde, das ist donnerstags von 14 bis 18 Uhr, da kann man sich telefonisch anmelden, einen Termin geben lassen, das ist im Regelfall ganz gut nachgefragt.